Suchst du das Auto? Ich guck mal zumindest. Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich vom Wolf angefallen werde. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das findest, ist ja wahrscheinlich wirklich. Ja, ich habe jetzt so mal geguckt, wo er vorhin überall gelandet ist, ne? Ja, gut, das ist ja. Du kannst ja zum Rand der Welt noch laufen, wenn du lustig zu bist. Aber ist natürlich doof, jetzt ist der Eierkorb ja auch weg, ne? Wart ihr schon mal hier unten? Was ist denn das? Wo bist du denn? Warte mal. So. Also bei diesem See bist du jetzt da? Ja, wo da das verseucht. Okay, warte mal. Guck. Oh, was ist denn hier? Warte, ich guck mir das mal an. Oh, das ist ja übel. Ja, das ist für irgendwas später wahrscheinlich. Ich bleib mal hier stehen, Leute, und lass euch mal ganz kurz mit den beiden allein. Es dauert nicht wirklich nicht lange. Platzieren müssen. Stehen. Okay. So, ich bin da auch drin. So. Ich geh mal gucken, wo sie da steht. Ja, das ist aber irgendwo, ich weiß auch nicht, wo das ist. Wohl ein schlechter Zeitpunkt eigentlich jetzt, um spazieren zu gehen. Ja, eigentlich schon. Wir haben 7 Uhr. Achso, nee. So. Einmal. Und zweimal. Also die Kanne ist leer. Ach, hier ist noch was drauf. Okay, dann machen wir. Einmal. Sind hier noch Eier irgendwo? Ach, da. Das ist irgendwie, sieht ja wirklich aus wie ein verseuchter Dings, ne? Ich hab's jetzt noch gar nicht gesehen. Ich habe in den Stream gar nicht reingekommen. Sie steht direkt davor. Ja, ja, ich muss da nur trotzdem erstmal hinlaufen. Das ist ja ein Stück. Ja. Ah, ja, ja. Ja, das war jetzt keine gute Idee, im Dunkeln loszulatschen. Ach so, nee, stimmt, hast recht. Aber gut, da müssen wir die Kuh suchen. Ja. So. Sorry. Oh, seid ihr hier? Ja, ich versuche gerade dich zu finden. Aber ich habe gerade festgestellt, das war keine besonders gängige Idee. Das ist doch. Ja, genau, in die Richtung geradeaus. Ja, da. Ja, hier stehen so Fässer, ne? Ja. Ja, das haben wir aber auch noch nie gesehen. Das haben wir noch nicht gesehen, deswegen ja. Haben wir noch nicht gesehen, das ist irgendwie neu. Das ist gar kein See mehr, guck mal, das ist hier nur Matsch. Stimmt. Also auf der Karte ist hier ein See eingezeichnet, im Prinzip. Das ist die Soßenversuchslabor von McDoof. Ja, Nachtwanderung, davor graut es mir jetzt gerade am schlimmsten. Aber es ging jetzt gerade nicht anders. So. Was steht da drauf? Angst. K.O. Clio Oil. Ja, war das beim letzten Mal auch schon, oder was? Ich habe keine Ahnung, also ich war hier noch nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Also. Ja, aber waren wir hier überhaupt schon mal zu Fuß? Ja, das ist die Frage. Die Frage ist jetzt, ob das schon mal war, ja. Das weiß ich auch nicht. Also, also gesehen haben wir es definitiv noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir in der Ecke schon mal zu Fuß rumgelaufen sind. Nee. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen auf die Straße, ne? Ja, aber ich möchte erstmal nicht alleine hier im Dunkeln wandern. Das wäre schon mal lieb. Da gibt es keine Eingeborenen, aber Wölfe. Hier gibt es Wölfe. Nee. So. Rechts oder links?
Ja, die Richtung ist gut. Die Richtung ist richtig, ja. Wir könnten jetzt rein theoretisch diese Schiene auch entlang gehen. Ja, würde ich auch ganz gerne. In der Hoffnung, dass hier keine Wölfe sind, Ehemann. Ja, das wäre ja, eine Waffe, ne? Ach stimmt, siehst du, wir haben eine Waffe. Ja. Da brauchst du einen Wolf einen Schuss. Wenn ich ihn treffe. Ja. Weißt du, jetzt habe ich hier bei Rennsimulator schon wieder Gruselfaktor. Ja, das Gute ist, hier kannst du die ganze Zeit rennen, brauchst da nicht auf deine Ausdauer achten. Kannst ja, du einfach ja durchgängig den Stratzimmer machen. Das aber da drüben ist wunderbar. Straße oder was ist das? Komm, wir gehen darüber. Welche Straße ist das? Die Straße nach Hause? Ja, müsste sie sein. Ja. Hier ist die Ruckelstelle. Hier ist die Ruckelstelle. Hier. Wenn man hier läuft, diesen Bereich. Komisch, echt. Hier fängt er sofort an, hart zu ruckeln bei mir. Nichts, gar nichts. Hä? Okay. Ist nur bei mir. Merkwürdig, ne? Ja. Warum dunkel durch die Gegend laufen? Ja, man kann sich leider keine Fackel machen. Nee, das ist. Die wäre jetzt noch richtig hell. So, Manu, ja, jetzt haben wir dich ganz, ganz lange allein gelassen. Ja, ich habe noch nicht geschafft, alles alleine zu versorgen, die Hühner oder so. Ich hab mich jetzt ja, die Hühner mache ich morgen früh. Aber hier ist ein Huhn draußen, oh je. Du armes. Komm mal her. Nochmal Hühner füttern oder was? Ich glaube, die sind eigentlich gut versorgt gewesen. Okay. Ich hab jetzt gemolken und. Ja, ja, alles gut, Manu, alles gut. Du kannst nicht alles, das schafft man nicht. Nee. So. Das schafft man nicht. Aber die sind auch wirklich satt gegessen, alle. Okay, ja, das ist doch schon mal schön. Ja, das ist gut. Also. Ah, das ist ganz wunderbar. Die haben alle gute Balken, sofern ich das jetzt so sehen kann. Ja. Guck mal, die sind alle gut in der Ernährung. Ja, dann ist doch immer so. Versuch nur noch mal die Kacke hier unter den ihren Hintern rauszuziehen. Gar nicht so einfach. Wollt ihr schlafen gehen? Ich glaube schon, ne? Ja, würde ich vorschlagen. Ist eine ganz Oh, guck mal, das pechschwarzes Küken. Guck dir das an, Manu. Ja, süß ist das, ne? Heftigst. Ja, dann müssen wir morgen früh mal gucken, wie wir jetzt dann Hühner im Dings sammeln. Aber ist egal. Was sammeln? Ein Eier sammeln. Eier. So. Mir fehlt der Korb. Ja, das ist natürlich so noch ein Korb. Eier, ich sag mal, einen Eierkorb kann ich ja immer auf die Schnelle im Laden kaufen. Ja, kannst du kaufen, aber nützt mir von morgen früh nichts. So, kommst du mit schlafen? Du hast genug gearbeitet. Komm jetzt schlafen. Ja, warte, ich möchte das einen noch da reinlegen. Ja. Guck mal hier, das liegt hier alles drauf. Das muss alles in die Kühlboxen. Ich hatte extra Kühlboxen gekauft, ne? So. Damit wir alles unterkriegen. Ja. So, das kann auf dem Herd bleiben, das nehme ich dann morgen runter. Jetzt verbuddelt der Ehemann die auch noch das Auto mit den Boxen, ey. Ach ja, komm, wir gehen schlafen. Ja. So, ab in die Haie. Ehemann, oh Ehemann, ja, oh du ja, mein ja. Ehemann. Ja, aber fahr da nicht mehr lang, Ehemann, egal. Ja, noch mehr Autos können wir uns nicht leisten. Vielleicht muss ich aber immer den. Oh nee, das ist doch scheiße Ralala, oder? Ich frag mich, ob man jetzt den Käse hier auch so rausnehmen kann. Ich fahre nee, jetzt erstmal so, ja, erstmal zum Best Burger. Gibt's hier noch irgendwo eine freie Box? Nee. Ich wollte mal Quark machen hier zweimal. Wenn es ja, kannst du. Aber hier das Einzige, wir haben jetzt nur noch den LKW und den Pickup als Transportmittel, ne? Ja. Ja, muss ich den LKW nehmen, das hilft ja jetzt nichts. So, ich stelle das jetzt mal da. Ja, du, hier sind noch drei Plätze frei. Ja, ich habe in dieser Box. In dieser Box sind noch drei. Jemand bringt trotzdem Boxen noch mit. Vier Stück. Ja, ja. Vier Boxen mitbringen. Und einen Korb. Da muss ich aber, ja, da muss ich nur vom Laden her, da muss ich jetzt immer außen rumfahren, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich echt blöd, ne?
Wenn das da ruckelt, ist ja doof. Ja, ne? Ja, klar. Also bei mir ist das heute sowieso so ein klein bisschen Ruckelkino. Also. Chilio! Einen wunderschönen guten Abend! Und vielen Dank für deinen Sub! Hier ruckelt das auch fünf Monate. Ja, ich weiß, also. Ich habe das Gefühl, dass heute... die mit dem Update haben die irgendwas verschlimmbessert. Ja, also, ich finde auch. Also, aber das gesagt, ist. Bei mir ist das auch. Hm? Kann das auch an zu vielen Tieren liegen, zum Beispiel? Ich bin nicht verstehen. Also eigentlich. Ich weiß es nicht. Also, Chilio, meine kleine Schweizer Perle. Das ist schön, dich zu lesen. Wieder drei Küken geschlüpft. Kann verkauft werden. So, dann fahren wir doch mal, gucken wir doch mal, was da heute auf der also wir haben wieder ja, nicht so spannend. Preismultiplikator 2 ist gut für Ei und Hühnerwurst. Oh, Ei ist gut. Ich gebe dir Ei genug. Haben wir nicht viel, ne? Was haben wir nicht viel? Hühnerwurst. Hühnerwurst hast du ja alle verkauft gerade. Ja, ist egal. Dann würde ich, ja, soll ich dann Random Stuff mitnehmen noch oder was? Oder nicht? Ja, gute Frage. Hühnerwurst? Habe ich hier eine? Ja, komm erstmal zurück. Was war das jetzt? Eier? Eier und Hühnerwurst von dem und Rindfleisch, aber Rindfleisch haben Rindfleisch wir. Rindfleisch haben wir nicht, nee. Nee. Das ist so das gleiche von gestern. Nee. Ja? Ja. Da war das Schweinefleisch. Stimmt, da war Schweinefleisch. Stimmt, ja, genau. Doch, das stimmt, da war Schweinefleisch dabei. Das stimmt. Auf jeden Fall brauchen wir 4 Boxen und einen Hühnerkorb, Ehemann. Also Hühnerwurst haben wir tatsächlich nur eine. Eierkorb kannst du 2 mitnehmen tatsächlich. Oder. Und noch wieder so. Hühnerfutter, oder nicht? Ja, Hühnerfutter brauchen wir auf jeden Fall wieder. Gut, dann bin ich jetzt hier erstmal am Laden. Zum Geld haben wir ja gerade noch ein bisschen. Deswegen ja. Also mit dem Käse und so ist hier gar nichts, ne? Mit dem Käse ist echt übel. Könnte man ja vielleicht mal ein bisschen Käse einfach so verticken nochmal. Ja, das ist ja nicht so, dass der nichts bringt. Also, ja. Also wir sind noch ein bisschen, wir versteifen uns zu sehr auf diesen Multiplikator. Das ist. Oder wir nehmen jetzt einfach mal alle Boxen und bringen die jetzt weg. So, wie viel Kühlboxen? 4, oder? 4. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einmal komplett so, alles verkaufen? 6 Säcke Hühnerfutter. Jo. Können wir ja im Prinzip ruhig machen. 6 Säcke Hühnerfutter, ja. Und Eierkorb? Ein Eierkorb. Wir produzieren ja die ganze Eierkorb. Zeit wieder nach. Also so, von daher. Noch irgendwas? Nee. Den Elektroschocker oder. Mit was bist du denn jetzt gefahren? Mit dem LKW. Den Elektroschocker, das kaufen wir nachher, wenn wir jetzt. Ich lade jetzt alle Boxen hier auf. Und wir verkaufen jetzt einmal alles. Okay. So, einmal. Und dann kaufen wir mal die Maschinen, die neuen. Damit wir da mal ein bisschen hier jetzt mal in Schwung kommen. Weil wenn wir ewig darauf warten, du hast recht, dann warten wir in alle Ewigkeit. Weißt du, was ich meine? Das sind 5, das sind 3. Sigi auch schon 3 Monate. Oh, Dankeschön. Kochen? 3 Monate schon, Sigi. Dankeschön. Wow. So, hier steht vorhin hier auch. Klasse. Boah. Ja, das ist immer hier ja, wenn wir jetzt wüssten, wo das andere Auto ist, ne? Ja. Ja, das kannst du jetzt suchen. Heiko hatte vorhin nochmal geschrieben, wenn man die Karte aufmacht, nochmal scrollen, dass man das mal ein bisschen ranzoomt oder so. Aber die Autos werden doch da gar nicht angezeigt. Nee.
Was du was auf einer Karte nicht zu sehen ist, sieht man auch nicht, wenn man ranzoomt. Ja. Wenn du denkst und leise denkst, dann brummelst du dir einen Bart, den du nicht hast. Ich? Ach so. Nee, deine Großmutter, aber die spielt gerade nicht mit. Spielt nicht mit? Nein. Huch. Ich weiß, da hinten ist schief. Ich hab grad nur gelesen, was da drauf stand. So. Ich nehme jetzt hier alles mit, was hier ist, Manu. Ja, mir ist das egal. Du kommst aber gleich mitverkaufen, ne? Ja, aber ich mach erstmal noch jetzt hier zweimal Quark. Weil das kann ich im Prinzip ja schon. Na, dann kannst du das auch mitnehmen. Oder können wir das auch mitnehmen? Ist die jetzt schon voll? Nee, ein passt noch rein. Oh, der Umweg ist ja der, will die nicht fahren, ne? Ja, dann fahr, Ich versuch's mal so den größeren Schlenker zu fahren. Okay. Oh, du fährst links lang bei der Dings hoch. Bei der Sägemühle hoch. Statt rechts den normalen Eingang fährst du links. Bei der Sägemühle rein. Weißt du, wo ich meine, Ehemann? Nein. Bist du am Laden jetzt? Ja. Gut, ich komme mal zur Kreuzung kurz hin. Welcher Kreuzung? Da, wo du mal rausfliegst. Okay. Ja, ich fang dich vorher ab. Okay. Komm aber hier nicht raus. Wieso komme ich jetzt hier? Ach, jetzt habe ich hier ein Dings gemacht. Ich fang dich vorher ab. Also nicht da bis ganz hinfahren, sondern warten. Ich habe jetzt gerade. Am besten ist, wir tauschen dann einfach nochmal. Du fährst dann weiter. Weil du hast das Ruckeln nicht. Wo habe ich denn jetzt hier noch Platz? Ach, da passt auch nur eins rein, ne? Okay, deswegen, Manu. Warte halt an, Ehemann. Ich muss ganz kurz mal hier das Dings wegmachen. Das nervt mich so ein bisschen. So. So, ich stehe jetzt auf dem Weg vor dem. Ja, ja, ich sehe dich. Ich bin auf dem Weg zu dir. So, lass du mal dann hier oben. So. Zack. Fertig. So. Einsteigen! So, und wo soll ich jetzt hin? Einen Moment, wir sind gleich bei dir. Wir bringen noch eine Box, falls du noch was produzieren möchtest, bringen wir noch eine Box. Nee, ich hab... Bin guck mal, ich hab jetzt gedacht, dass du jetzt hier gerade links fährst. So. Warum hast du das Radio an? Das geht von alleine an. Ja, das geht auch von alleine an. So, dass du hier links fährst. Hier ist die Sägemühle. Ja, ja, und dann rechts hoch, oder? Und dann rechts hoch, genau. Es war hier mit dem. Mit dem LKW ein bisschen. Bei den Dings. Wir latschen auch immer drüber. So. Geh mal weg. Oh, das schafft er nicht! Oh, das ist so auch. Das ist jetzt nicht dein Ernst, das schafft er nicht. Wackengebirge! Der schafft das nicht! Geil. Aber der Pickup schafft es. Gut. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Du kannst sagen, was du willst. Nee, also heute stimmt definitiv irgendwas nicht. Das würde ich auch sagen. Bei mir ob das jetzt nur Zufall ist mit der Session heute oder ob das das Update ist, ist natürlich, weiß man jetzt nicht, aber... Der ist voll. Ruckelt das bei mir so derbe. Hoch. Ja. Boah. Mein Kinoparty. Aber wie? Jetzt ist wieder gut. Nee, bei mir noch nicht. Mir ruckelt das immer noch sehr. So, Manu, jetzt sind hier wieder leere Boxen, falls du noch was hast. Nee, das ist dann alles einpacken, weil wir wollen dann gleich losverkaufen. Das ist alles noch nicht fertig, denke ich. Mal gucken. Oh, ist das ein. Hier, Ehemann, ich stell's raus. Ja. Also hätte ich gerne, aber geht nicht. Doch, da. Oh.
das ist wirklich, das. Wirklich schlimm, ne? Ja, bei mir ruckelt es auch ganz arg, also. Wie hast du die Sachen da reingekriegt, sag mal? Ich kann Eier sammeln, hol dir den Rest raus. Will nur schnell die Eier sammeln. Damit wir so ein bisschen im Trott bleiben. Aber wir haben, trotz der, dass wir so viele Küken jetzt schon geschlachtet haben. Ey, du machst jetzt nicht in meinem Beisein da nun. Küken. Hahn, runter von dem Teil da. Jappa. So, müssen wir denn jetzt die Hühner noch füttern? Nee, ne? Ach nee, das sieht ja alles noch ganz gut aus. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt... Und hier steht ein Eierkorb rum. Was machen wir mit dem? Den verkaufen wir. Wer der draußen steht, der kann verkauft werden. Muss ich noch einmal ableuchten, ob hier noch irgendwo... Da ist auch noch eins. Noch Eier liegen. Die hier auch noch was reingeschmissen. Nö, ne? Was ruckelt das aus? Shit. Ja, also es ist wirklich... Ja, bei mir ist... Ich glaube auch so ein bisschen, es ist Zeit verzögert hier. Ja, der ist wieder nicht zu beladen für mich. Dann muss ich den Eierkorb hier vorstellen. Es ist leider so, es geht nicht anders. Mal gucken, ob ich das kann. Ja, nö, mir geht das auch nicht. Nur der Pickup, alles andere geht. Komisch. Ich komme. Ich bin gleich bei euch. Ja, es ist merkwürdig, ne? Ja, ich sag mal so. Wir werden, wenn das neue Update da ist, werden die Karten eh komplett neu gemischt und dann müssen wir gucken, was so, wollt ihr mit oder nicht? Ja, lass uns mal wieder ein bisschen. Wir können ja allgemein jetzt gerade noch mal so die letzten Minuten für heute noch so ein bisschen spazieren fahren oder nicht? Noch mal gucken, ob wir noch irgendwo was sehen, was wir noch was Neues oder was. Was ist das denn jetzt eigentlich für ein Gedengel, was du da machst? Hallo? Ja, hallo? Bom, 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 bom. Ja, echt? Hallo? Ich hör's nur scheppern die ganze Zeit. Also ich muss feststellen, ich fahre gar nicht so schlecht. So schlecht fahre ich gar nicht. Könnt ihr mal rechts und links immer mal gucken. Ich kann das ja nicht schlecht beim Fahren. Ja. Ob ihr irgendwo das Auto seht. Manu, guck links raus, ich guck rechts raus. Okay. Du, Manu, das linke links, ne? Also zur Seite des Fahrers rausgucken. Ich werde mich bemühen. Nee. Ja. Jetzt. Das ist wirklich die Frage, ne? Wo das Teil geblieben ist. Ja, das kannst du eigentlich fast schon vergessen. Ne? Ja. Weil das ist ja nun mal, durch Zufall oder so. Ja, dass weil das ist ja so ein kleines, grünes Auto auf grünem Grund wahrscheinlich. Ja, ja. Ich weiß schon, warum mein Quad pink ist. Ich finde mal immer wieder... Ein Quad würden wir aber nicht suchen, das würden wir irgendwo verstecken. Das ist den Unterschied. So, wir verkaufen jetzt alles, komplett, ne? Alles wird hier zu Geld gemacht. Manu, du hast die Ehre. Ich glaube, heute kriegst du mal die Ehre. Ja, wir können ja mal gucken, was ist denn überhaupt so los. So, mal gucken, wie viel es ist, wa? Ich bin neugierig. Oha! Oh, das kann man richtig sehen hier, was du da alles... Also hier steht 108 Objekte, kann das sein? Ja. 9833. Soll ich verkaufen? Darf ich einmal kurz gucken? Du darfst den Verkaufsbutton, ich will einmal kurz... Ja, mach doch ruhig selber. Für die Cam. Nein, ich will einmal für die Cam. Ja, mach ruhig. Nein, du kannst... Nee, du darfst. Schweinewurst. Schweinefrikadelle gibt viel. Schweinewurst. Schweinewurst mit Eisalami. Käseweichschimmel. Blauschimmel, guck mal. Käse, Blauschimmel, Alter, guck dir das mal an. Schweinewurst, Ei gekocht.
Gibt auch viel, sehr viel sogar. Alter, guck mal hier, Käse Blauschimmel 330. Die Schweinewurst gibt auch sehr viel. 330, ja, der Blauschimmel. Guck mal, die Eier, 25 Eier 300. Das ja, ist aber viel. Eier habt ihr aber jetzt auch Preismultiplikator 2, ne? Das Stimmt. ist aber auch viel. Also, Stimmt. das ist viel. Stimmt. Also, was sich nicht lohnt, ist ganz normalen Käse zu machen. Ja, Käse und Käse-Ei 60 und 70, ne? Mhm. Käse-Blauschimmel also 175. Ja, das lohnt sich. Blauschimmel, also. Ja, du darfst verkaufen, Manu, ich bin raus. Ja, okay. Dir gehört die Ehre. Gut, dann kommen wir mal rein hier. Also, 9.833. Tada! Wir haben 11.399. Ja. Das ist cool. Das ist schon mal eine Ausnahme. Das hat sich wirklich gelohnt. Also, Wahnsinn, oder? Ja. Das hat sich wirklich gelohnt. Krass, was eine Summe, ne? Ja. Boah. So, jetzt holen wir uns die neuen Maschinen und den Elektroschocker. Einfach, damit wir es haben. Einfach um das haben willen. Ja. Wir müssen es ja nicht benutzen. Aber einfach, damit wir es haben. Ja, warum sollten wir denn die neuen Maschinen nicht benutzen? Ja, die neuen Maschinen schon, aber den Elektroschocker, ne? Der Elektroschocker auch, der ist besser als die Bombe.